Moin Moin Leute, ich begrüße euch heute zur 8. Folge meiner kleinen Serie Die Bounty Hunter Karriere. Diesen Teil habe ich jetzt einen Untertitel gegeben, der da heißt Auf dem Weg zu Idris. Das habe ich gemacht, weil ich vorhabe, in den nächsten Folgen mit den Miles Eckhart Missionen darauf hinzuspielen, dass wir als Endgegner die Idris haben. Ich habe vor, diesen Endgegner dann mit der Eclipse oder mit der Eclipse, je nachdem wie dieser Vogel auch heißen mag, alleine zu bekämpfen. Sprich, da wird dann so eine kleine One-Man-Show gegen die Idris drauf, und ich denke mal, das wird vielleicht ein lustiges Live-Spektakel werden. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es dazu kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal viel Spaß in der heutigen Folge, in der wir auch schon gleich damit loslegen werden. So, dann werden wir erstmal zu den Fahrstühlen. Und ja, nee, ist klar. So. Einmal auf zur Lobby. Ups. Ah, nee, wir sind ja schon unten. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, das kommt, wenn man sich irgendwo hinsetzt, wo man sonst so nicht unterwegs ist. Ja. Ja, momentan ruckelt es hier noch ein bisschen von den FPS-Zahlen her. Aber jetzt kommen wir langsam zum vernünftigen Zahlen rüber. So. Einmal. So, und dann werden wir gleich mal, ja, das werden wir mal ausschalten. Mhm. Zack. Dann ist das da oben schon mal weg. So, dann schauen wir mal, was es für Aufträge gibt. Das hier sind sie, die wir haben wollen. Hier für 18.000. Das ist also noch einer der ersten. Noch nicht so schlimm. High Level. Den sollen wir auf alle Fälle töten. Ja. Den übernehmen wir mal. Dann nehmen wir mal den Vogel von gestern. Nämlich die Titan. Die ist ja noch schön ausgerüstet, würde ich sagen. Na komm. So. Ja, der dürfte dafür langen. Und wenn es zu schlimm für den Vogel wird, dann nehmen wir uns was anderes. Wir haben ja so einiges zur Auswahl. So. Genau, wenn es schlimmer wird, dann nehmen wir uns eine Sentinel. Pet 2. brauchen wir dann noch einen Fahrstuhl. Und dann hoffentlich das richtige Pad wählen. Nicht so wie gestern und vorgestern. Das war dann nämlich auch ein bisschen, ja, dumm gelaufen, wie man so schön sagt. Ja, was? Zwei denken, nee, Quatsch, zu zwei hinwollen und drei drücken. Ja. So. Der Helm wird uns zwar angezeigt, aber einmal kurz ins Gesicht gucken. Jo. Scheint auch wirklich auf zu sein. Weil manchmal hat man es dann doch, dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen man keinen Helm auf hat. Und ja. Ist dann unschön, wenn man rausläuft. So. Ja, wie gesagt, wir sind Everest Harbour. Na komm, Klappe zu. Everest Harbour bietet sich natürlich auch an, wenn man die Arlington-Mission spielt von Miles Eckhart. So, will ich mal die Waffeln... Einmal, zack, 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 alles auf 1. So, das. Fahrwerk rein. Keine Karte da war. Das übliche nervende Problem. Ja, da ist sie ja dann doch mal. Ups. Wir waren dann doch nicht auf Everest Harbour, sondern in Microtech. Okay, egal. Fliegen wir da erstmal rüber. Bis nach Everest Harbour. Und dann kann es losgehen. Ist ja nicht allzu riesenweit. Warum gibt er wieder Gas? So. Dann fliegen wir mal hinten rüber. Fliegen wir kurz nach Everest Harbour hin. Einmal zum Auftanken und dass wir dann dort verortet sind. Das schnellste Triebwerk haben wir hier zwar nicht drin, aber die Mischung von Schnelligkeit und Effektivität ist es dann doch. Und er ist ja auch noch am Beschleunigen. Einmal Alt-X drücken und dann... Ja, okay. Wischt er dann noch mal einmal rüber. Das sah eben erst ein bisschen anders aus, als ob er da mehr machen würde. So. Wie gesagt, das Ziel der nächsten Tage ist es eben, von dem Miles Eckhart so viele Missionen zu spielen, dass er mir dann irgendwann die Idris freigibt. Sozusagen als Endgegner in seiner Missionsreihe. Und dass ich sie dann eben live bekämpfen werde. Mal schauen, ob das ein schöner Spaß wird. Ich denke schon, weil die Idris, die ist alleine zu schaffen. Das habe ich schon mal gemacht. Und ich denke, das dürfte auch kein Problem sein, es nochmal zu machen. So, jetzt haben wir schon 16.000 nur noch. 16.000 sage ich schon. 16 Millionen Kilometer. Wir kommen dem Ziel schon näher. Was ich gestern feststellen durfte, war ja, dass das Patch gekommen war. Dadurch waren die Missionen, die mir sozusagen fehlten, wieder freizuspielen, beziehungsweise also wieder zu spielen. Dass jetzt wieder die vollkommene Bounty Hunter Reputation wieder da ist. Sprich, es sind jetzt wieder... Aufträge von überall da. Also das hier ist eine um die Very Hard Risk oder Very High Risk Targets freizuschalten. Das ist sozusagen das letzte Level, was man da noch erreichen kann, beziehungsweise bis auf das für die Spieler. So, und bei Miles Eckhart, wie gesagt, da haben wir jetzt erstmal eine für 18.000. Die spielen wir mal und dann mal gucken, was weiter als nächstes hochkommt in der Reihe. Ja. Ich höre Bremsvorgang. Das hört man immer gern nach einem solchen Flug. Ja, manchmal, da wünscht man sich auch, also dass diese Reisen zwischen den Sternen etwas schneller gehen würden. Jo, das haben wir gemerkt, dass der Quantentravel complete ist. So. Jetzt einfach nur noch dicht genug ran zum Verorten. Und dann geht's auch gleich weiter. So, jetzt einmal die Landeerlaubnis. Oh. Ist ja nicht wahr, ne? Komm, bin ich mal bei Everest Harbour, schon werde ich gescannt. Ach ja. Okay, thanks. You're clear to proceed. So, gib mir KT. Ja, schauen wir doch mal, wen wir da für 18.000 kriegen. Aber so langsam könnten sich die NPCs auch mal merken, dass ich nichts schmuggel. Dass sich da kein Scannen lohnt. Mal ein Schlückchen Tee einschenken fürs Warten. Dauert ja noch ein Momentchen hier. Da heißt es wieder abwarten und Tee trinken. So, da ist was. So. Eine Retaliator als Gegner. Dann locken wir mal die Ain-Menschen als Unterziel auf. Und der Vogel ist natürlich voll bestückt mit Leuten. Na komm. Oh nee. Arias. Was zappelt der denn? Mann! Ariasis. Ja, dann müssen wir erstmal Everest Harbour ab zum Reparieren. Toll. Reagier doch mal auf was hier. Jo. Ja, wie gesagt. Einen der möglichen 30.000er, also eine der Ursachen für die 30.000er, haben sie erledigt. Aber eben halt nicht alle. Ja, da sage ich doch mal auf ein neues. In der Hoffnung, dass unser Flieger nicht jetzt irgendwo im Nirvana hängen geblieben ist. So, Loading, Loading, Loading. Okay. Na ja, schauen wir doch mal, wie es unserem Flieger ergangen ist. So, mal schauen, wie es der Avenger Titan geht. Sie muss geclaimt werden. Okay. Schauen wir mal zu den Missionen. Das ist ja jetzt mal ein bisschen mehr, ne? Hurst Dynamics, North Rock Service, Miles Eckhart, Hurst Dynamics, North Rock. Das sind dann hier 1, 2, 3 Spieler. Da haben wir ja meine... Da sind sie ja. Wiss. 4,45. Ja, das ist ja wohl auch noch irgendwie ein Fehler. Nur 45 für eine Aufgabe. Aber egal. Die gehört zur Reihe dazu und wird mitgemacht. So. Ja. Ich denke mal, da werde ich mir ein anderes Schiff ausrüsten. Ja. Genau. Genau. Einmal die Vanguard Warden. Beziehungsweise die Sentinel. Die möchte ich dafür haben. Ja komm, gibt's Schiff. So, Triebwerk wollen wir auf alle Fälle oben ein schnelles. Die Cooler Avalanche. Schauen wir da. 1, 2. Power Plants S400. Nehmen wir gleich 2 rein, solange wir die haben. Schilde. Nehmen wir einmal den und einmal ein Rampart. So, die Waffen. Da hätte ich gern einmal eine Gelderin. Und Laser Repeater drin. Die anderen mag ich nicht so. Ich mag diese Laser Repeater viel, viel lieber. So, da und da. So. Bei den Raketen lassen wir es. Die nutzen wir ja sowieso so gut wie gar nicht. So. rufen wir uns die mal. Ziehen wir diese zweite Aufgabe noch mit durch. Und schauen dann mal, dass es dann morgen weitergeht. Wird diese Folge mal ein bisschen länger. Das ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja am Anfang so viel hin und her geflogen. Und ich denke mal, so lange wird diese Aufgabe dann auch nicht dauern. Na komm. Fahrstuhl. Hey, nur noch 1 Kilometer. So. Erstmal den Chat wieder ausstellen. Global. Zack. Der nervt ja wieder, ne? Okay. Route. So. Was ist das für eine komische Route? So, ein Stückchen dahin. Jetzt ändern wir erstmal das Schiff. Da die Waffen 1, 1, 1, 1. Na komm, so. Hä? Was denn da los? Hat er die eine Nasenwaffe nicht eingebaut oder was? Das sind auch nicht die Waffen, die ich haben wollte. Weil es nicht das Schiff ist, was ich bestückt habe. Garantiert nicht. Das heißt, noch einmal landen und das andere Schiff holen. Können wir den schon mal ausmachen. Fällt mir jetzt gar nicht, da das falsche Schiff sozusagen zu haben. So, Landing Bay. Da hinten. Hallo? So. Lass mir die Kiste einfach mal so an. Das ist jetzt echt was, also. So, gucken wir dann nochmal rein. Weil jetzt ist es nämlich mal die 2. Wunderbar. Weh. Hat er gar nichts gespeichert? Zwei hat er nicht gespeichert und 1 hat er auch nicht gespeichert. Egal. Machen wir das nochmal neu. Warum auch immer. Nee, ist klar. Will er den Vogel auch noch geclaimt haben? Ah, nee, doch nicht. Okay, storen wir ihn. So, jetzt nochmal die 1. Avalanche. Avalanche. Den. Und nochmal. Den. Und Rampart. Waffen. Gelderin. So. Auch nicht übernommen gehabt. Warum auch immer. Muss ich mir noch mal ein paar zukaufen. So, safen. Er hat's gesaved unter 1. Also. Nochmal. Jetzt hole ich das Schiff mal. Gehe einen Schritt zurück. Und dann nochmal in den Load. Also in den Schiffsmanager da rein. Hä? Pad 3. So, das ist das Schiff, was wir jetzt haben. Jo. Ja, zumindest ist der Fahrstuhl gleich da. Dann auf ein neues. Ich denke mal, da werde ich einfach vergessen haben, das Ganze abzuspeichern, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Aber egal. Die Mission spielen wir jetzt noch mit durch. Die 45 Kuhjacken wollen wir uns auch noch verdienen. Das ist bestimmt auch noch irgendwie so ein kleiner Bug. Also Bug nicht, eigentlich nur eine Falschauszeichnung der Mission. Falsch gelevelt vom Preis her. So, dann wollen wir mal den Weg gucken. Na, Karte mag wieder nichts. Okay, da klick, 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 drehen, drehen, drehen und das ist irgendwie komisch. So, über OM1. So, und Sprung. So, auf nach ITA. Mal gucken, was für eine Kiste der Maltrox Arlington fliegt. So, für den Fall, dass wir es... Ist das? Das ist er. Was fliegt da? Also eine Hammerhead. Da weiß ich nicht, ob wir die mit diesem Vogel hier platt kriegen. Steinchen. Ja, der fliegt so viel kleines Gesocks herum. Das muss ich erst weg. Und wenn ich das Gesochse wegpacke, ja, komm. Na komm, weg wir. Weg, weg, weg. Ja, bei dem brauche ich einen anderen Vogel. Ja. Da nehme ich die Eclipse für. Na komm, gib mir Route. Das hätte man nur vorher wissen sollen. So, Everest Harbour. Nochmal zurück also. Dann schnappen wir uns die Eclipse. Ja, aber für 45 haut er ja ganz gut rein. So. Everest Harbour anpingen. Fahrwerk schon mal raus. Da hätte ich jetzt wirklich nicht mit einer Hammerhead gerechnet. So, wollen wir schon mal die Reparatur einleiten, wenn es denn geht. Ja. Zack. So, Schiff aus. Na komm, so. Dann sind schon viele Gegner klar gewesen. Ich denke mal, dann bauen wir die Stealth-Fähigkeit mit den Schilden, was sie sowieso hat, nochmal aus. Das heißt einmal... Während man auf den Fahrstuhl wartet, einmal den Firefox. So, und da brauchen wir Schiff. Da war ja die Eclipse. So, Mirage. Da machen wir die wieder rein. So, Fahrstuhl da. Schon mal zur Lobby fahren lassen. Und einmal weiter hier reingucken. Mirage, Military. Okay, ist schon das Beste. Snowblind Styles ist auch das Beste. Drift soll mir hier langen. Die Torpedos. Ja, ich bin mit den Argos recht gut gefahren in letzter Zeit. Ja, die lassen wir auch drin. So. Tue ich das Schiff schon mal storen hier. So, und dann... in der Ausführung hätten wir dann 700 und ja, das wären 1000. Ja. Ja, lassen wir bei die Scorpions mal drin. So, dann würde ich sagen, rüste ich das Schiff aus dementsprechend. So. Eclipse. Torpedos sind die richtigen drin. Das ist das richtige Triebwerk. Mirage. Mirage. Power Plant. Das Power Plant. Slipstream, ne? Ja. Na komm. So. Snowblind. Habe ich nur einen von? Achso. Okay, der Cooler ist dann... Das war der... Der Vapor-Block. So, gibt es da noch... Nee. Vapor-Block. Die Weapons, die sind sowieso schon drin. Jo. Speichern wir das Ganze mal. Jo. Schiff holen. Einen Tee einschenken. Wei. So. Hoffnung, dass der Fahrstuhl noch da ist. Na komm. Hier war doch vorhin noch einer. So. Ja, dann ballern wir dann für 45 mal eben die Hammerhead weg. Und dann dürfte, wie gesagt, morgen, spätestens übermorgen, die Idris dran sein. Ja. Helm haben wir auf. Können wir auch mal rennen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Jetzt haben wir nämlich auch schon eine Stunde voll. Weil wir einfach nicht den richtigen Flieger hatten. Ja, kann man aber vorher auch nicht unbedingt wissen. Aber jetzt wissen wir ja, für diese Mission, für die es so unheimlich viel Geld gibt, da sollten wir einen guten Flieger nehmen. So, erstmal einfach ein Stückchen hier weg. So. Ja. Wo muss der Auftrag hin? Okay, der scheint sich irgendwie selbst zerstört zu haben. Keine Ahnung. Don't worry, be happy. So. North Rock, North Rock, North Rock. Ja, 1, 2, eben ist auch noch 3. Dafür bin ich jetzt garantiert wieder im falschen Flieger da. Probieren wir einfach den mal. Schon nicht hoch da. Hoffen wir mal, dass die Ziele groß genug sind, dass wir da ein Torpedo draufschmeißen können. Das wäre jetzt wirklich blöd, wenn da was anderes ist, was Kleineres. Put. Also hier scheinen zwei Gegner zu sein, so wie das übereinander liegt. Bei meinem Glück heute sind sie dann wahrscheinlich zu klein für die Torpedos. Was haben wir denn da? Ja, einmal eine Vanguard. Okay. Versuchen wir trotzdem. Versuchen wir mal von hier hinten. Vielleicht haben wir ja Glück. Und sie bleibt stehen. Das wäre es ja jetzt. Ja, okay. Sag bumm. Was? Was war das? Sieht jetzt mal eben so aus, als ob der ganz kurz vor dem Ziel sich selbst zerstört hätte. Okay. Das ist mir jetzt was Neues. Dass die nicht so weit fliegen. So. Ja, müssen wir ja gleich nochmal irgendwo neue Torpedos holen. Ist ja jetzt ein bisschen hinterhältig, aber... Tja. Springen wir erstmal Magda an. So, was haben wir hier, wo wir landen können? Das ist... Schauen wir doch mal, ob ich da aufstocken kann. Mit meiner Munition. Weil wenn nicht, heißt es nach Everest Harbour zurück. So, einmal Karte. War ja wieder klar. Mann, ey. So, bei Trick 17. Dann schauen wir doch mal, ob er uns aufstocken lässt. Fahrwerk raus. Ja, restocken. 3 neue. Wunderbar. Mehr wollen wir ja nicht. So. Jetzt eben aus der Atmosphäre wieder raus. Na komm, lass mich doch mal in die Karte rein. Ah ja. So, und da jetzt den... Na komm. Der wieder hat, ey. Ich hätte ihn aufgelockt. manchmal bringt einen diese blöde Karte echt zum Verzweifeln. So. So. Jo, einmal in Ruhe abbremsen lassen. Einmal nochmal in Firefox gucken auf die Karte. Weil bei den Torpedos Lock Range. Der fliegt doch eigentlich weit genug, also mit welchem Grund ist der da früher in die Luft geflogen? So, er scheint da zu sein, oder? Ja. So, was bist du für ein? Eine Hurricane. Und Feuer. Das war dann dreimal so relativ aus dem Hinterhalt. Aber für 27.000 macht man das doch. So. Hä? 41.000? Nee, ich verstehe es nicht. Dann scheint das wohl ein Anzeigebug zu sein bei der Mission. Okay. So, Karte. Ach Mensch. Scrollst du dich zu Tode? Ich will weg hier. Komm, gib Karte. So. Ah, da will kein Schwein hin. Da soll's hingehen. Das ist immer ein Hickhack hier. Everest Harbour. So, dann springen wir nach Everest Harbour. Munitionieren auf. Stellen das Schiffchen ab. Und gehen ins Bett, wie man so schön sagt. Auch ein großer Bounty Hunter muss mal schlafen gehen. Ja, hier haben wir die Idris-Mission auch schon. Die heben wir uns dann für morgen auf. Und da machen wir morgen ein schönes Live-Gameplay von. Weil die wird es morgen dann auch wieder geben. Die haben wir uns ja sozusagen jetzt verdienterweise freigespielt. So. Mal die Landeerlaubnis holen. Please proceed to sign landing lane. Ist nicht wahr, ne? Jedes Mal, so gut wie jedes Mal, wenn ich Everest Harbour anfliege, komme ich in so eine olle Kontrolle rein. Also so. Landing complete. Have a pleasant day. Na, will er mir die Torpedos hier nicht geben? Egal. Machen wir die Kiste aus. Ja, was war das? Hm. Na, egal. Nun ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen länger gedauert als geplant war. Und wie gesagt, die Idris-Geschichte, die es dann morgen wohl geben wird, sofern die Mission dann immer noch für mich frei ist. Das wird dann als Live-Gameplay gemacht. Und zwar habe ich dann vor, ich alleine gegen die Idris zu fliegen. Das sollte machbar sein mit der Eclipse. Zwar muss man dann ein paar Mal zwischenlanden, dass man nochmal die Torpedos aufstockt. Aber es ist durchaus machbar. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage mal, bis denne dann. Tschüss.